So, unsere Freunde, ich begrüße euch wieder bei My Two Weeks in the Pod. Ich bin's, euer Patrick. Ja, und My Two Weeks in the Pod kümmert sich heute mal wieder um die Pötte oder um die Töpfe oder um die Holzkisten, quasi, die ihr hier schon neben mir aufgebaut seht. Ja, ich wollte eigentlich nur mal eben was darin eintopfen. Ich habe ja noch ein paar von den Holzkisten. Und jetzt mache ich doch erstmal ein Holzkistenvideo, weil es geht darum, dass ich so ein paar Sachen unter dem Video geäußert habe, dass ich nicht so ganz zufrieden war mit der Qualität dieser Kisten oder mit der Qualität des Holzes quasi. Und dann darunter zum Beispiel jemand oder mehrere was kommentiert haben. Und unter anderem Slattern der Weise, der hat darunter kommentiert, weil ich sagte, dass diese Holzkisten zu viel Wasser ziehen. Also ich gieße die immer und habe das Gefühl, die trocknen relativ schnell aus, weil das Wasser quasi in das Holz diffundiert, also aufgesaugt wird und dann eine höhere Verdunstungsfläche hat. Schrieb er halt darunter, dass er seine Holzkisten mal mit Leimöl geölt hat sozusagen und die dadurch nicht so stark diffundieren, also diffusionsfester werden. Und das wollte ich jetzt halt auch mal ausprobieren, weil ich das gelesen habe. Also man muss ja auch mal andere Sachen ausprobieren. Deshalb habe ich mir hier ganz normal das Leimöl quasi aus dem Supermarkt nicht besorgt. Das hatte ich sogar hier stehen. Und jetzt wollte ich mal ausprobieren, bei zwei Kisten das zu machen und bei zwei jetzt nicht und die nur mal im Vergleich zu haben. Weil meine Sorge ist halt so ein bisschen, dass sich das Leimöl, das ist ja auch, das sind ja Mineralstoffe quasi, dass die sich irgendwie in das Substrat quasi absetzen und dann eventuell nicht positiv sich auf das Wachstum des Baums auswirken oder den pH-Spiegel irgendwie verändern können. Und das möchte ich nicht alles messen etc. Deshalb, da kommen sowieso nur so kleine Sachen rein. Probiere ich es einfach mal bei zwei aus, bei zwei nicht und dann sehen wir, ob sich ein Unterschied zwischen den Bäumen ergibt. Ja, und was kann ich noch zu den Kisten so sagen? Wie gesagt, ich glaube, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich definitiv qualitativ höherwertiges Holz nehmen und eine etwas andere Konstruktion bevorzugen. Ich weiß nicht, ob es nur an dem Holz lag oder ein bisschen auch an der Konstruktion, dass sich die Kisten teilweise, wenn die der Witterung ausgesetzt sind, quasi verformen. Ich kann euch hier mal ein paar Bilder einblenden von den Kisten, die ich so draußen stehen habe, wie das aussieht. Das seht ihr jetzt. Ja, und wie ihr gesehen habt, haben die sich schon heftig verformt an den Seiten. Das ist alles noch formstabil und hält, aber die Mühe und der Aufwand, die in diese Kisten reingegangen sind, der war schon sehr hoch und ich glaube, beim nächsten Mal würde ich es mit anderem Holz machen. Obwohl die Benchmark ja eigentlich war, die Kisten so günstig wie möglich zu gestalten, als ganz günstige Vorzugkisten, als Alternative zu irgendwelchen Kunststoffkisten oder so. Ja, weiß ich nicht, ich behalte die jetzt erstmal, muss man mal in Zukunft gucken, wie man mit diesen Kisten weiter verfährt. Ja, und damit wollte ich euch jetzt erstmal, wie gesagt, nur so ein kleines Update-Video geben. Ich öle jetzt mal zwei ein, zwei nicht, das werdet ihr dann sehen. Die zwei lasse ich dann auch kurz trocknen und wird dann gleich sofort eingepflanzt. Also seht ihr auch bald im nächsten Video wieder, wie die geölten Kisten benutzt werden. Also schaut mir jetzt erstmal kurz zu beim Ölen und ich äußere mich gleich nochmal zu. Vielleicht ergibt sich ja noch irgendwas dabei. So, schon mal danke fürs Zusehen. So, was haben wir hier? Wie gesagt, ich habe hier mal so eine Kiste, habe hier so einen Untersetzer. Ich muss das ja irgendwo mal reinschütten. Da gehe ich erstmal großzügig ein bisschen Öl rein. Ich denke nämlich, dass die das schon einigermaßen aufsaugen werden. Jetzt mit so einem Standardpinsel fange ich erstmal innen an und dann muss ich mal gucken, kämpfe mich hier nach außen weiter. Ich hoffe, es macht nicht ganz so viel Sauerei. Ja. Das zeige ich euch jetzt einmal im gewohnten Zeitraffer.
Ja, für alle, die erstmal bis hierhin zugeschaut haben, mal wieder danke fürs Zuschauen. Die Kisten seht ihr jetzt nicht mehr hier stehen, die habe ich erstmal rausgestellt, dass sie ein bisschen ablüften können. Ich lasse das Ganze jetzt mal einen Tag ein bisschen einziehen und trocknen und werde dann morgen direkt die ersten Bäumchen noch reinpflanzen. Das seht ihr dann bei den nächsten Videos, die dann wieder irgendwie heißen, ab in die Kiste Teil 2 oder wie auch immer. Die werden jetzt in kürzeren Folgen, wenn ihr das Video gesehen habt. Ja, dann wollen wir mal gucken, wie das Ergebnis ist, ob es eine Verbesserung ist oder eine Verschlechterung. Wie gesagt, ich denke, dass ich sowieso nie wieder solche Kisten bauen werde, aber für jeden, der das da draußen vielleicht mal so nachbauen möchte oder so, ist der Tipp mit dem Leinöl vielleicht gut oder schlecht. Das werde ich auch erst nach einem Jahr sehen. Wer weiß, wie sich das in dem Holz hält. Ja, und haben wir da einen weiteren Erfahrungswert dazu gewonnen. Deshalb auch danke für das Kommentar nochmal an Slattern den Weisen für seine Weisheit. Mal gucken, ob es einer war. Ja, und so immer fleißig kommentieren, wenn ihr noch Ideen habt, wie man es vielleicht verbessern könnte oder so, weil das generiert ja für die anderen auch so einen Mehrwert. Ja, dann nochmal erstmal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen für das Video oben da. Abonniert habt ihr den Channel bereits wahrscheinlich schon. Und ich würde sagen, schaltet wieder ein, wenn es heißt, My Thuis in the Pot. Danke, ciao.